Guten Morgen, mein Name ist Nobles. Neues Kennec Unboxing. Diesmal kein DYDS, sondern was Neues. Und zwar ABK Merch. Hatte er vor ein paar Tagen gedroppt. Für die, die es wissen wollen, Umverpackung ist nichts Besonderes. Das ist in so einer normalen DHL Pappumschlag, Karton, ja, eigentlich Umschlag gekommen. Keine Umverpackung, also ganz normal, da war einfach nur der Hoodie drin. Und ja, dann würde ich sagen, let's go, fangen wir an. Hier schon mal irgendein Etikett, könnt ihr einmal durchlesen. Ich glaube, da steht nur drauf, steht da. 1 Million Sushi Hoodie Black, irgendwelche QR-Codes, vielleicht gehen die, oder vielleicht leiten die auch direkt zum Shop weiter, weiß nicht. 7.12. Ich glaube, das war der Tag, wo es produziert wurde. Sonst JH001. Das ist natürlich Modellname. Modellname Jet Black. Ja, eigentlich nur Farbe. Also einfach irgendwelche Infos zum Hoodie. Aber okay. So, das ist der Hoodie. Wie gesagt, in Jet Black, schlicht schwarz. Hier mit dem ABK Logo. Zeige ich mal genau hier so. Wir haben ABK Army im asiatischen Style. Hier haben wir sein Gesicht. Dann nochmal, das sehe ich erst jetzt einfach krass, auf seinem goldenen Playbutton, auf dem 1 Million Playbutton mit Sushi serviert. Und da unten ist auch noch was. ABK 2020. Ansonsten haben wir nichts. Eigentlich hat er schon gesagt habe, das ist eigentlich nur so ein stinknormaler Standard-Hoodie. Ist jetzt nichts Besonderes, wie zum Beispiel bei Jan seiner Marke, ist ja auch eine Marke und ist halt einfach so gesehen Merch. Deswegen brauche ich da jetzt eigentlich nicht so viel zur Qualität sagen. Ich nehme an, das ist einfach 100% Baumwolle. Oder? Haben wir irgendwo stehen? Ah ne. 80% Baumwolle, 20% Polyester. Könnt ihr hier nochmal sehen. Wie gesagt, erwartet jetzt nicht so krasses. Für die, die es wissen wollen, Größe L. Ansonsten haben wir noch irgendwas. Standard Hoodie mit Kapuze, Schnüre. Bevor ich euch voll aber ich ziehe mich gleich um. Ich zeige den euch gleich. So, so sieht der Hoodie aus, wenn er angezogen ist. Hier sieht man halt, da ist halt hier an den Ärmeln ein bisschen eng geschnitten. Aber wie gesagt, Standard Merch Hoodie. Kein Oversize Fit oder sonst was, einfach ganz normal. Das ist wie gesagt auch eine Größe L, meine Größe. Hier nochmal das Logo. Hier die Kapuze angezogen, ist auch relativ locker. Könnt ihr auch komplett drüber ziehen und hier zumachen. Das will ich euch auch nicht erklären. Und ja, preislich lag der bei 45 Euro. Der andere Hoodie liegt, glaube ich, auch bei 45 Euro. Ich glaube, das sind zwei Farben, grau und schwarz. Und dann gibt es noch zwei T-Shirts, die preislich bei 25 Euro liegen. Aber ich poste euch hier nochmal den Link in die Beschreibung, könnt ihr es nochmal selber abchecken. Gönnt ABK, supportet ihn, so wie ich es gemacht habe. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Freut ich ihn nicht wie das letzte Mal bei seinem ersten Merch mit dem schwarzen T-Shirt mit dem ABK Army Militärlogo, glaube ich. Das habe ich mir damals nämlich nicht gegönnt. Aber da war ich auch noch nicht so flüssig, sage ich mal. Was Geld angeht, diesmal wollte ich es unbedingt machen. Was mich wundert, ich dachte, ich habe irgendwo gesehen, dass bei den ersten 100 Bestellungen eine Maske dabei ist. Bei mir war jetzt hier nichts dabei, außer halt noch jetzt so ein komischer Flyer. Too hot, ihr wisst Bescheid. Achso, ist eine Anmeldung zum Beispiel. Okay. Also bei mir war jetzt keine Maske dabei, ich glaube, die haben das einfach erst jetzt noch, ich weiß nicht, ich war einer der ersten, der glaube ich bestellt hatte, aber ja, scheiß drauf, wer ihn supporten will, soll sich gönnen, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, und zwar wird es sein, der DYDS Black Friday Drop, der kommt ja auch bald vor Weihnachten noch, und ja, dann würde ich sagen, gönnt halt meine Abends und Ablass, bis dahin. Ciao.